Der 4ASK-Dekodübel ist auch ein Allzweckdübel. Er unterscheidet sich von anderen Allzweckdübeln, dass er vier Schenkel hat, deswegen auch sich etwas leichter verknotet. Auch für alle Baustoffe, Allzweckdübelcharakter, für Gipskarton, Vollsteine, Hochlochziegel und Beton. Wir setzen den jetzt mal als in der Gipskartonplatte. Da rate ich immer mit einem Stahlbohrer oder mit einem Holzbohrer vorzubohren, da wir da ein sauber definiertes Bohrloch bekommen. Bei einem Steinbohrer, der bohrt ja doch immer größer durch die Hartmetallspitze und da kann es passieren, dass der Dübel in der Gipskartonplatte durchdreht. Ohne Schlag zu bohren. Jetzt die typische Vorsteckmontage. Wir setzen erst den Dübel und können dann erst mit der Schraube unser anzubringendes Bauteil befestigen. Wichtig dabei ist immer, dass die Schraube den Dübel mindestens 5 mm durchdringt. Schraubendurchmesser sagt man so 2 mm dünner als der Außendurchmesser des Dübels. Dann setzen wir mit dem Akkuschrauber schrauben wir die Schraube ein. Ganz niedriges Drehmoment. Und so können wir dann die Schraube langsam in den Dübel eindrehen. Und dann spricht das Drehmoment an und die Dübel hat in der Gipskarton richtig verknotet.